causa sentimiento. Que pases y no me hable, que yo no puedo. Sevilla, die Wiege des Flamenco. Im Süden Spaniens hat der Tanz eine lange Tradition. Neu und ungewöhnlich hingegen ist der Ort der Aufführung. Er ist die Attraktion Sevillas und so etwas wie ein gigantischer Sonnenschirm. Sein Name? Metropol Parasol. Mit dem Bau will die Stadt im Wettbewerb um den internationalen Tourismus punkten. Der Entwurf stammt vom Architekten Jürgen Meyer-Haar aus Berlin. Jürgen Meyer-Haar gilt als Trendsetter in der internationalen Architekturszene. Im Team mit Marta Ramirez Iglesias und André Santer entwickelte er die Idee für die Neugestaltung eines maroden Platzes in Sevilla. Das Konzept? Moderne Architektur gepaart mit einem nachhaltigen Ansatz. Nachhaltigkeit wird ja heutzutage sehr limitiert diskutiert, hauptsächlich auf die ökologischen Aspekte. Wir sehen bei dem Projekt Metropol Parasol eigentlich die ganzen anderen Aspekte auch im Vordergrund, wie zum Beispiel die kulturelle Relevanz eines Projektes, die eigentlich auch die gesamte, sagen wir, kreative Einschätzung einer Stadt und auch das Potenzial, die Innovation, die in einer Stadt liegen, darstellen soll. Vorbilder für den Entwurf waren Bäume als Schattenspender, wichtig in Sevilla mit sehr heißen Temperaturen im Sommer. Innovativ nicht nur die Formen, sondern auch das Baumaterial. Als die Entscheidung fiel, diese große skulpturale Struktur aus Holz zu bauen, war das allen Beteiligten sofort sehr sympathisch. Das liegt einmal daran, dass es aus zertifiziertem Holz gebaut ist, also aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung, ist also ein nachwachsendes Material, ökologisches Material. Ein weiterer Grund war, dass Holz sich nicht aufwärmt, wie zum Beispiel das Material Metall, und dass neue, sehr stabile Holzwerkstoffe uns ermöglichen, relativ wirtschaftlich sehr freie Formen herzustellen. Der Bau war eine Premiere mit vielen Unbekannten. Mehr als 3000 Elemente aus Furnierschichtholz mussten zu einer komplexen, dreidimensionalen Struktur zusammengesetzt werden. Eine Pionierleistung der Architekten. Marta Ramirez Iglesias hat den Bau vor Ort geleitet. Für die Spanierin das erste Großprojekt. Wir sind bei der Planung des Platzes von einer programmierbaren Fläche ausgegangen, also wie von einer Pixelmatrix. Pixel sind Schnittpunkte und gehören einer neuen Sprache, einem neuen Kommunikationsmedium an. Diese Pixel können auftauchen, sich zusammenschließen, sich verbinden und verschiedene Formen annehmen. Die Pixel sind Bestandteil dieser Matrix und wachsen hier vom Boden in die Höhe. Selbst die tragenden Bauteile bestehen aus filigranen Fichtenholzelementen. Eine Polyurethanbeschichtung macht das Holz witterungsbeständig. Für die Statik war eine spezielle Technik erforderlich. Die Verbindungselemente, also die Gewindestangen, sind zusätzlich verklebt. Der Klebstoff wurde durch einen Erhitzungsprozess noch haltbarer gemacht. Diese Technik mit dem besonders hitzebeständigen Klebstoff ermöglicht es, dass die Konstruktion der Belastung durch die hohen Temperaturen mit bis zu 40 oder 50 Grad hier in Sevilla standhält. Der große Veranstaltungsplatz heißt Plaza Mayor. Auf 3000 Quadratmetern finden unter dem Holzbaldachin Kulturevents aller Art statt. Heute auf dem Programm gratis Flamenco-Unterricht für alle. Rund 5000 Kilometer südöstlich. Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens. Wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes.
Der Ölboom hat die einstige Wüstenoase rasant wachsen lassen. Viele neue Bauprojekte entstehen. Westliche Architekten haben dem heutigen Riad ein Gesicht gegeben. Nun entsteht im Stadtzentrum ein neues Wahrzeichen. Die King Fahad Nationalbibliothek soll zum kulturellen Mittelpunkt von Riad werden. Gebaut von einem Architektenteam aus Dortmund. Unsere Reaktion auf das städtebauliche Umfeld hier war eigentlich ein spannendes Gebäude, aber ein ruhiges Gebäude zu errichten. Eines, das dadurch auffällt, dass es in das Gewebe der Stadt einen Moment des Aufatmens und des Besinnens erzeugen kann. Thomas Lücking ist seit mehr als 10 Jahren mit dem Bau der Bibliothek beschäftigt. Einige davon lebte er in Riad. Energieeffizientes Bauen, in Saudi-Arabien bisher kein Thema. Mit dem Neubau der Nationalbibliothek soll das nun anders werden. Das heiße Wüstenklima erschwert das tägliche Leben in der Region. Umso wichtiger, dass die Gebäude eine angenehme Raumtemperatur haben. Die Nationalbibliothek erhielt deshalb eine spezielle Umhüllung. Wenn man keine gespiegelte Fassade haben will, muss man sich eine andere Möglichkeit des Sonnenschutzes überlegen. Und da haben wir eigentlich zurückgegriffen auf die Tradition des Bauens, nämlich den Zeltbau, das Bauen mit Membran, mit textiles Bauen, vorgespannte Fassaden und haben daraus eine separate Sonnenschutzfassade entwickelt, die wir vor die Glasfassade davor gehängt haben. Das ist quasi wie so ein Federkleid oder wie so ein aufgeplusterter Vogel, der die Federn aufstellt. Das heißt, die Sonne, die von oben kommt, wird komplett rausgeblockt. Aber wenn man drinnen ist, hat man einen Blick nach unten und da ist die Fassade komplett offen. Hohe Kosten für die Kühlung können so vermieden werden. Im Inneren des Gebäudes sorgt eine sogenannte Quelllüftung für zusätzliche Energieersparnis. Langsames Einströmen von klimatisierter Luft kühlt hier nur den Bodenbereich und nicht das gesamte Raumvolumen des riesigen Lesesaals. Im ersten Obergeschoss entsteht, hinter blickdichten Scheiben, eine separate Bibliothek. Für Männer ist der Zutritt hier normalerweise verboten. Wir sind hier in der Frauenbibliothek. Das ist ein abgeschlossener eigener Bereich für die Frauen und Kinder. Der ist etwa auch nur ein Viertel so groß wie der Lesesaal, der für die Männer zugänglich ist. Das war natürlich ein Thema für uns, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten. Auch ist der Frauenbereich von den Blicken der Männer abzuschirmen. Deswegen haben wir an der Scheibe ein modernes Ornament entwickelt, fallende Blätter, das auch ein Stück auf das Thema der arkadischen Landschaften verweist. Gewöhnungsbedürftig für den Architekten, die Arbeitsbedingungen und das Umfeld. Die Hälfte der Bevölkerung lebt hier hinter einem Schleier. Frauen dürfen nicht Auto fahren und ohne Erlaubnis eines männlichen Vormundes nicht reisen, arbeiten oder heiraten. Saudi-Arabien ist die Heimat des Wahhabismus, einer besonders strikten Ausrichtung des Islam. Noch immer finden auf diesem Platz öffentliche Hinrichtungen statt. Westliche Musik und Alkohol sind verboten. Es gibt kaum Tourismus. Nur langsam öffnet sich das Land. Für den Neubau der Nationalbibliothek machte der Auftraggeber, das Königreich Saudi-Arabien, klare Vorgaben. Ein bereits vorhandener Altbau aus den 1980er Jahren sollte erhalten bleiben. Der Ansatz, bestehende Gebäude nicht abzureißen, ist eine Gegenposition zu spektakulären Großbauten. Bauen im Bestand gilt unter Architekten eigentlich als nicht besonders attraktiv. Eckhard Gerber, Gründer des Architekturbüros aus Dortmund, nahm die Herausforderung an. Der Altbau inspirierte ihn zu einem ökologischen Entwurf.
Das ist eben ein nachhaltiges Konzept, weil durch das in die Mitte stellen des Altbaus und das Umbauen des Altbaus mit dem Neubau, wir praktisch den Altbau wie eine russische Puppe in die Mitte stellen und damit klimatisch vollkommen schützen vor der heißen Sonne von außen. Darüber hinaus ist für mich Nachhaltigkeit auch das Erhalten alter Bausubstanz. Also das sind verbrauchte Ressourcen und die reißt man nicht ab und wirft sie weg, sondern die wollen wir immer wieder benutzen. China hingegen setzt lieber auf imposante Neubauarchitektur. Dalian im Nordosten des Landes. Die Stadt am Gelben Meer ist ein beliebtes Reiseziel für chinesische Touristen. 6 Millionen Menschen leben im Großraum der Metropole. Die Stadt ist auch eines der größten Wirtschaftszentren des Landes. Doch Dalian will weg von seinem Image als hässlicher Industriestandort und endlich auch internationales Publikum anlocken. Auf dem Gebiet des Containerhafens entsteht deshalb ein modernes Stadtviertel. Am neuen Ufer das Dalian International Conference Center. Ein futuristischer Neubau mit einem Energiekonzept aus Wind, Meerwasser und Licht. Gebaut vom Architekten Wolf D. Prix und seinem Team aus Österreich. Ich meine, die Frage ist, ob es der Putz drin ist. Geputzt ist. Der Querdenker Prix ist berühmt für seine extravaganten Entwürfe. Für Dalian genau das Richtige, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Vorgaben waren, ein Kongresszentrum zu bauen. Später dann ist eine zweite und größere Vorgabe dazugekommen, nämlich in dem Kongresszentrum eine Oper zu platzieren. Und das war eigentlich das wirkliche Thema, nämlich ein kommerzielles Kongresszentrum mit einem kulturellen Herz zu versehen, nämlich mit der Oper. Im Opernsaal mussten die Architekten speziellen Anforderungen an Akustik und Form gerecht werden. Das ist der Boden, sieht man hier ganz gut an. Ne? Yes. Der Achsraster ist verschoben. Wir sind auf der Baustelle das daneben gegangen. Nicht nur klassische Opern, auch Popkonzerte und Theateraufführungen sollen bald hier stattfinden. Der Saal bietet Platz für 1700 Zuschauer. Ein Novum, die flexible Bühnenwand kann bei Bedarf geöffnet werden. Direkt dahinter ein riesiger Veranstaltungssaal. Die unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten sind so ohne zusätzlichen Kostenaufwand möglich. ...1968 gründete Wolf D. Prix das Architekturbüro mit dem klangvollen Namen Coop Himmelblau. Seine utopischen Ideen verwirklichte der Österreicher bereits in vielen Ländern. Dalian ist eines seiner derzeit größten Projekte. Für den Österreicher ist Architektur Kunst. Sie muss brennen. Alle unsere Gebäude haben eine sehr ausgesprochene Gestalt. Das mag am Anfang befremden, aber wie alles Fremde, wenn man sich daran gewöhnt hat, sieht man die Vorteile des Merkbaren. Also man merkt sich das Gebäude, man kann es beschreiben und dadurch nimmt man emotionalen Besitz von dem Gebäude. China baut in atemberaubendem Tempo an seiner Zukunft. Doch das Land steht vor einem Dilemma. Aufgrund des Klimawandels muss nachhaltiger gewirtschaftet und gebaut werden. Im neuesten 5-Jahres-Plan ist deshalb gute und ökologische Architektur ausdrücklich erwünscht. Das Dalian Conference Center verfügt über ein komplexes Energiedesign, wie die Fachleute es nennen. Solarzellen auf dem Dach versorgen das Gebäude mit Strom.
Im Sommer herrschen in Dalian tropisch heiße Temperaturen. Bei der Kühlung spielt die Lage am Wasser eine zentrale Rolle. Heute wird dafür eine riesige Pumpvorrichtung eingebaut. Für den verantwortlichen Architekten Wolfgang Reicht ein besonders spannender Moment. Ja, wir haben hier die einmalige Chance, das Meerwasser zu nutzen, um unser Gebäude auch zu kühlen. Wir führen das kalte Meerwasser, das eine konstante Temperatur über das ganze Jahr hat, in einen unterirdischen Wasserspeicher. Von dort aus geht es dann in ein Wärmetauschsystem, wo es dann wieder über einen eigenen, separaten Kreislauf in das Gebäudeinnere geführt wird. Von dort aus geht es dann in Betonteile, in Fußböden, in Wände, die aktiviert werden und langsam stetig das Gebäude kühlen. Lichtschächte in der Decke lenken so viel Tageslicht wie möglich in das Gebäude. Flexible Lamellen lassen außerdem Wind hinein und sorgen so für eine natürliche Ventilation. Vor der direkten Sonneneinstrahlung schützt eine perforierte Aluminiumhaut. Doch für den Architekten soll es beim Thema Ökologie noch weitergehen. Das eigentliche Ziel ist, dass wir irgendwann einmal Gebäude bauen, die unabhängig sind, die sich sozusagen selbst mit Energie versorgen und, wenn es geht, mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Also das wären dann Kraftwerke in der Stadt. Und das, glaube ich, ist der nächste Schritt. Berlin. Der Dortmunder Architekt Eckhard Gerber hat ein neues Büro in der Hauptstadt eröffnet. Von hier aus werden die internationalen Projekte koordiniert. Thomas Lücking bereitet sich gemeinsam mit ihm und den Kollegen auf seine nächste Reise nach Riad vor. Dort entsteht gerade ein Museum zum Thema Umwelt und Natur. Seit das Architekturbüro den Wettbewerb für die Nationalbibliothek gewonnen hat, folgten weitere Aufträge in Saudi-Arabien. Eckhard Gerber hat viel Überzeugungsarbeit dafür leisten müssen, dass alle seine Projekte energieeffizient gebaut werden. Die Nachhaltigkeit ist in Saudi-Arabien so ein Problem. Da gibt es schon Berührungsängste. Die Energie ist spottbillig und man braucht das heute alles gar nicht. Man braucht sich nicht um natürliche Lüftung zu bemühen, denn ich habe ja die Klimaanlage und das kostet ja nichts und so weiter. Aber wenn man in diesem Land ist, dann spürt man auch, dass es ja nur für eine Zeit sein kann und dass es die Zeit nach dem Öl gibt. Noch gibt es in Saudi-Arabien keine bindenden Vorschriften in Sachen Isolierung oder ökologisches Bauen. Doch auch die Saudis werden in naher Zukunft umdenken müssen. Die Prince Salman Science Oasis, gebaut von Gerber Architekten, will dazu schon bald einen Beitrag leisten. In dem Museum sollen Kinder, Jugendliche und ihre Familien für Umweltfragen sensibilisiert werden. Dazu entstehen verschiedene Erlebnisräume zu den Themen Erde, Wasser, Leben, Technologie und Weltraum. Die Besucher betreten zum Beispiel ein Raumschiff oder tauchen in die Wasseroberfläche ein. Das Konzept für die Rauminszenierung stammt von der Berliner Firma Triad. Energiesparende Technologien sollen den Besuchern auf spielerische Weise näher gebracht werden. Sie sind gleichzeitig wichtiger Bestandteil der Architektur. Das ist ein solares Aufwindkraftwerk. Da wird über Sonneneinstrahlung Luft erhitzt, die in dem Turm aufsteigt und eine Turbine antreibt, mit der dann Strom erzeugt werden kann. Das wird hier in der Haupthalle schön inszeniert. Die Besucher können dann sich in diesen Turm stellen, nach oben sehen, wie die Turbine sich dreht. Und so ist ein Ausstellungsexponat gleichzeitig Teil der Architektur und auch Wahrzeichen für diese Science Oasis. Auch das Thema Landschaft wollen die Architekten berücksichtigen. Das Gebäude liegt im Ausläufer eines Wadi.
Wadis gehören zum typischen Landschaftsbild der Umgebung. Es sind ausgetrocknete Flussläufe, die sich in den Wintermonaten mit Regenwasser füllen können. Der größte ist der Wadi Hanifa. Er verläuft rund um Riad. Das landschaftliche Element des Wadi Hanifas war für uns Ausgangspunkt der Architektur des Science Centers, weil sich das sehr schön bis vor zu dem Haupteingang unseres Gebäudes zieht und in langsamen Stufen nach oben geht. Und genau diese Abstufung haben wir auch in unserem Gebäude weiter verfolgen können, sodass wir eigentlich einen sehr schönen landschaftlichen Bezug zwischen dem Thema des Wadis haben und der Architektur des Science Centers. Doch die Bauarbeiten gehen schleppend voran. Die meist ungelernten Arbeiter kommen aus Bangladesch oder Pakistan. Sengende Hitze und strenge Gebetszeiten legen mehrmals am Tag die Baustelle lahm. Der Eröffnungstermin des Museums? Ungewiss. Zurück in Sevilla. Die mittelalterliche Stadt ist eines der interessantesten kulturellen Ziele Europas. Nun ist ein neuer Touristenmagnet hinzugekommen. Das Metropol Parasol liegt mitten in der Altstadt auf der Plaza de la Encarnación. Der Platz hat eine wechselvolle Geschichte. Einst stand hier ein mittelalterliches Kloster, aus dem ein Marktgebäude wurde. Seit dem Abriss dämmerte die Plaza als Parkplatz vor sich hin. Mit dem Wettbewerb für die Neugestaltung der Plaza de la Encarnación in Sevilla sollte eigentlich eine lebendige urbane Situation für das 21. Jahrhundert gefunden werden, um gleichzeitig aber auch das Fenster in die Geschichte der Stadt mit den römischen Ruinenresten und auch Markthallenfunktionen in ein aktives Zentrum rückzuverwandeln. Die Ruinenreste aus der Römerzeit fand man unter dem Platz. Sie wurden konserviert. Nun bilden sie als Antiquarium das Untergeschoss des Gebäudes. Im Erdgeschoss vom Metropol Parasol gibt es einen neuen Wochenmarkt für die Bewohner des Viertels. Oberhalb der Plaza Mayor auf dem Dach ein Rundgang mit Aussichtsplattform. Nur wenige Projekte sind so umstritten wie die überdimensionalen Sonnenschirme. Während der Bauphase gab es auch Kritik. Die Vorwürfe an die Architekten: Mangel an ästhetischer Sensibilität und fehlender Respekt vor den Kulturschätzen Sevillas. Ich glaube, dass die Kritiken, die es gab, total normal waren. Wir haben im Zentrum der historischen Altstadt von Sevilla etwas Ungewöhnliches gebaut. Die Leute brauchten Zeit, um das zu verdauen und um diese Konstruktion für sich anzunehmen. Mittlerweile haben die Pilze, wie sie von den Einheimischen genannt werden, Wurzeln geschlagen. Sie sind ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt geworden. Sogar das Philharmonische Orchester Sevillas gibt sich hier die Ehre. Der Konzertabend ist gut besucht. Es ist ein sehr schönes Gefühl zu sehen, dass die Leute diesen Platz genießen und nutzen. Ihnen gefällt, was wir uns von diesem offenen Raum erwünscht haben. Er ist wie eine offene Kathedrale für die Menschen von Sevilla. Ob in Sevilla, Riad oder Dalian, Kulturbauten sind überall auf der Welt ganz besondere Orte. Gelingen sie, werden sie selbst zu Ikonen,
prägen das Image einer Stadt über viele Jahrzehnte. Die Verantwortung der Architekten ist deshalb groß, ästhetische, funktionale und ökologische Bauwerke zu schaffen.